Ah, mal wieder im Langeloo. Und da schoss mir doch so durch den Kopf, dass ich in den letzten Tagen habe ich den Herrn Richard David Precht mal wieder im Fernsehen gesehen. Und ich muss sagen, früher habe ich den echt, fand ich den gut, habe ich den geschätzt. Ne, ich habe das Buch gelesen, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich glaube, so hieß das. Da waren Ansätze drin und Gedanken, fand ich gut. Aber mehr Bücher kenne ich auch nicht von ihm. Und sonst nur die Talkshow-Auftritte von dem, hauptsächlich natürlich 99% bei Lanz. Ne, mit, ja, und dann musste ich feststellen, der erzählt hier über, muss alles komplett geändert werden, System, Gesellschaft. Zumindest habe ich das so interpretiert und ist auch meine Meinung, weil sonst haben wir keine Chance, aber das lassen wir jetzt mal raus. Naja, und jetzt hat sich der Herr Richard David Precht von seinen Gewinnen, die recht ordentlich sein müssen, in Oberkassel, Düsseldorf, Oberkassel eingekauft. Da bin ich groß geworden. Und nimmt so als treibende Kraft an der Gentrifizierung teil, also am Austausch von Reich gegen weniger Reich, weil Arm gibt es wenige in Oberkassel. Auch als ich da schon gelebt habe, war das alles schon auf hohem Niveau. Höhere Mittelklasse und auch Reiche. So, und jetzt müssen aber die Söhne von denen, damals ein bisschen Reichen, weichen, weil die nämlich fast alle keine fetten, geilen Jobs haben, wie ihre Väter oder Mütter, meistens Väter, und müssen verkaufen. Und das ist jetzt schon passiert. Unsere ganze Straße wurde alles verkauft von denen, die so alt sind wie ich. Und die benehmen sich, das ist Wahnsinn, die da neu hinkommen, diese zu Geld gekommenen, kannst du mal Arschlöcher nennen, die sich für was auch immer halten, Wannabes. Ja, und da reiht sich jetzt der Herr Precht ein und hat damit für mich aber komplett an Glaubwürdigkeit verloren. Weil die Leute, die da, das war früher schon, waren die Oberkassler schon extrem arrogant. Deswegen habe ich mich da auch nie zugehörig gefühlt. Und mir wurde auch gesagt, dass ich Punkrocker wäre oder ein Punk, wie auch immer. Hatte halt immer bunte Autos, selber besprüht und so. Und das war halt in Oberkassel und generell damals schon nicht so oft. Naja, eher so auf der Kiefernstraße, aber ich habe halt in Oberkassel gewohnt. Naja, und jetzt ist das so schlimm. Also wenn eine Muggel zum Beispiel, wenn man sich dahin stellt, ich habe mal mit einem da von der Bank gesessen, der hat dann gesagt, hier, geleast. Auto muss aber nächste Woche abgeben. Die fahren alle auf Pump, weil das die Söhne von sind meistens, von und zu. Und der eine, der war mehrere Jahre, hatte der seine Story da erzählt, bis hin, dass er dann Vater geworden war und studierte Kunst und so ein Kram. Und dann kam irgendwann raus, dass das alles gar nicht stimmte. Der hatte sich auch noch so einen Adelsnamen zugelegt, oder den hat er vielleicht gehabt, und der Rest war alles erdacht. Fake-Leben, um mithalten zu können. Und da macht jetzt der Precht mit. Und dann kann ich den nicht mehr ernst nehmen. Das ist bei Campino nicht ganz so, weil das verstehe ich, der kommt auch aus Solingen und der Precht eben übrigens auch, die haben mehrere Gemeinsamkeiten und ziehen jetzt, wo sie Kohle haben, dahin, wo es jetzt so richtig scheiße ist. Dann sagen die, ja, das ist so toll, Costa Rica, sag ich schon, Oberkassel. Ja, guck dir das mal an, da gibt es einige mafiöse Strukturen um den Barbarossa-Platz rum und so. Da ist alles genauso, da werden zum Beispiel keine Strafzettel geschrieben. Die stehen immer in zweiter Reihe, die Ferraris, Porsches, fahren besoffen. Ne? Die haben mindestens drei Wein für 50 Euro drin und fahren dann mit ihrem Ferrari. Der steht da in der zweiten Reihe und bei uns in der Adalbertstraße wird aufgeschrieben, wenn du 20 cm irgendwo mit Parkschein irgendwo drüber stehst. Ich sage nicht, was man mit denen eigentlich machen sollte, aber es ist eine Willkür und offensichtliche Bestechung, die ist
gruselig. Und da haben sich der Campino und der Herr Brecht eingekauft. Und aber dass man dann echt nach Oberkassel ziehen muss, alter Schwede, ja. 10.000 Euro der Quadratmeter, wenn nicht jetzt, nur, jetzt schon mehr. Und dafür dann so richtig, richtige Arschloch-Nachbarn haben. Ja, die, naja, Muggel ist auch nur noch so eine Showbühne, ne, da sind die 50% sind Damen, die so für 1.000 Euro, ab 1.000 Euro eine Nacht mit einem verbringen. Da war auch eine, die war bei dem Pfarrer von St. Antonius, der jetzt hoffentlich im Knast sitzt, der Kinderficker. Kindesmissbraucher. Die ging da auch in der Pfarrei ein und aus, eine von diesen Damen. Solche Dinger. Das läuft alles in Oberkassel. Und da mischen Campino, und beim Campino sehe ich es gar nicht so schlimm. Ich bin ja auch nicht ein Richter, aber ist meine Meinung einfach. So. Und der Precht mischen damit. Der Pispas wohnt da auch und der Herr Jauch hat auch ein Haus da. Die wissen schon, warum sie da investiert haben. Der Jauch hat schon ein bisschen länger, so knapp 10 Jahre oder so. Ich sage jetzt nicht die Adresse. So, das Boys-Haus wurde gerade verkauft mit dem größten Kaktus von Deutschland, würde ich mal behaupten. Der ist so 3 Meter hoch auf jeden Fall. Machen wir mal ein Foto zu. Naja, das war, wenn der Herr Precht das sieht, dann soll er mal in sich gehen und mal überlegen, was er da im Fernsehen kundtut. Also mal ganz platt gesagt, er predigt Wasser und säuft hochklassigen Wein. Und überteuerten. Und tschüss. Ja, der Herr Precht hat sich also einen Lebensstandort ausgesucht, der komplett konträr zu dem ist, was der immer predigt. Das nochmal ganz klar zu sagen. Ein Stadtteil, der komplett gentrifiziert wird, zusammen mit Herd. Herd noch radikaler, weil das war eigentlich Arbeiterviertel. Und früher, ganz früher, ne? So vor 30, 40 Jahren. Und lebt jetzt in einem Stadtteil, in dem nur arrogante, aufgesetzte, showmachende Menschen leben. Im Prinzip natürlich passt das auf ihn. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, was für ein Art Typ der ist. Das ist so zwischen Hipster, Neo-Hippie, Alt-68er, aber im Endeffekt, alles möchte gern, weil das eben alles nicht ist. Ah ja, und Surferboy. So. Weil er das alles nicht ist, wenn man da genauer hinguckt. Vor allen Dingen, wenn man eben einfach nur weiß, wo er wohnt und wo der sich eingekauft hat. Ja, da will ich auch weiter drauf rumhacken und bestehen, weil das ist einfach Lebensgrundlage. Da verbringt man einen Hauptteil seiner Zeit, da knüpft man seine sozialen Kontakte. Und wenn man da nur Leute hat, die wodurch auch immer viel Kohle verdient haben oder ergaunert haben. Und damit, Herr Precht, hoffe ich, dass die anderen Menschen das auch so sehen und ihre Bücher nicht mehr kaufen, weil die sind dann einfach gelogen. Na, schlau rumlabern kann ich auch. Weil ich meine, wer bin ich? Und was kommt nach dem Tod und der ganze Scheiß, den können sie alle nochmal durchkauen. Keiner weiß es. Hatte ich schon in einer anderen. Am anderen Tag habe ich da mal drüber geredet. Universum und was ist die Gesellschaft, die funktioniert. Und all der ganze Kram ist alles schon 3000 Mal durchgekaut worden. Endet aber alles immer noch im Krieg. Dann sind Sie, Herr Precht, also noch nicht an die Wurzel des Übels gekommen. Da sollten Sie mal dran arbeiten, wie man die Menschen dazu bekommt, dass sie einfach die anderen in Frieden lassen. Jeden anderen respektieren und wenn es ein Arschloch ist, einfach Abstand halten. Aber nicht anfangen, einfach Menschen umzubringen oder zu verletzen. Ja. Wie man Menschen dahin bringen kann. Und das ist natürlich, ich weiß es natürlich, weil ich habe mir ja auch Gedanken drüber gemacht. Zumindest glaube ich es zu wissen. Es ist ein Teufelskreis von Traumata, die immer weitergegeben werden. Und jetzt, bevor nach der zweiten, dritten oder vierten Generation sind die Traumata
ausgemerzt, also ich rede hauptsächlich von Kriegstraumata, ne? Und Missbrauch, was alles zusammenhängt natürlich auch. Also Gewalt, Missbrauch. Genau, und die, bevor dann dieser Teufelskreis durchbrochen ist, ein bisschen wie in Costa Rica, weil die Costa Ricaner sind tatsächlich nicht gewalttätig. Zumindest als ich dahin kam gewesen. Ja, bevor das passiert, kommt schon der nächste Krieg. Ja, jetzt haben wir noch die Scheiße mit den Handys und dem Internet, wo die alle diese Gewaltspiele spielen. Das ist, kann ich mir erzählen, was man will. Das ist nicht gut. Auch wenn die das Eliminieren nennen oder wie auch immer. Es werden da menschenähnliche Gestalten zerfetzt. Und es macht eben einen Unterschied, ob man das ständig sieht oder ob man das nie sieht. Ich bin mir ganz sicher. So, genau die Dinge greift der Precht auch nicht an. Ist aber wahrscheinlich jetzt Nachbar von Campino. Ganz cool. Vielleicht macht er mit dem ja auch noch einen Podcast. Mit dem Lanz. Den Lanz konnte ich früher auch gut leiden. Leiden kann ich den immer noch. Ich finde das gut, wie hartnäckig penetrant der ist. Aber mittlerweile ist das auch alles so ein selbsterfüllendes Schicksal, was die sich da schaffen. Naja, müssen wir selber wissen, ich würde mein Leben nicht wegschmeißen so, um Laberrunden für Leute zu machen, die sowieso nicht kapieren. Ja. Ich würde an Landstelle nochmal zum Südpol laufen, das ist eine geile Sache. Ich aber nicht.